Herzlich willkommen, liebe Scrappy-Cast, herzlich willkommen zurück zu Neverwinter, Part 2. Diesmal bin ich leider alleine unterwegs, aber das heißt, ihr werdet mehr von meinem unglaublich überzeugenden, krassen Skill in Neverwinter mitbekommen. Und wie genau in der ersten Folge, wenn ihr mich unterstützen wollt und Neverwinter unterstützen wollt, unten in der Beschreibung ist ein Link, den klickt ihr an, dann bin ich glücklich, dann ist Memes Maximus glücklich und alle sind glücklich, eigentlich alle. Vor allem Zoe Fargo. Und Zoe Fargo will, dass wir jetzt hier reingehen. Und wieder einen weiteren Dungeon machen, glaube ich. Easy peasy. Ach, das war's schon. Achso, ich dachte, danach kommt noch ein Boss oder so. Krieg ich irgendwie Loot? Oh, und den. Oh. 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 Das ist ja gar nicht von meiner Klasse. Ey, fuck off. Bam, bam, bam. Easy. Held von Black Lake. Ich habe dafür einen fucking Titel bekommen. Willst du mich verarschen? Den habe ich mir aber echt verdient. Wo gibt's einen Titel? Ich will mit. Komm, gib mir meinen Titel, Alter. Ich will einen Titel haben. Ah, hier. Memes Maximus. Von Myth Draenor. Mythic Draenor Raider. Memes Maximus. Das bin ich. Was ist das denn hier? Diese einige der Geschichten, die ich über einige Ereignisse im Viertel gehört habe. Der Zauberlehrling, Autor Argrosch. Sind das Custom-Made-Dinger oder was? Durchschnittliche Dauer 28 Minuten. Spiele 3556. Was ist das? Ihr seid nun schon seit einiger längerer Zeit. Ist das eine selbstgemachte? Naja, ist nicht überzeugt. Lustige Quest, die Kämpfe sind allerdings heftig. Heftig? Ah ja, okay, heftig. Bei heftig bin ich drin. Gib mir heftigen Shit. Was muss ich jetzt machen? Kann ich Solo machen? Gefechte und epische Gewölbe erfordern 5 Spieler. Guck ich das letzte Video an, das ist das Fake. Boah! Fucking Jumpscares, Alter, chill out. Alles voller Spinnen, großartig, besiegt die Spinnen, 5. Die haben fucking viel Leben. Wer würde es mir eine neue Waffe geben, was mit so einem Scheiß hier passiert, komm. Bam. Hab ich dich jetzt? Okay, eine. Aber ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat schon diese geile Oldschool-RPG-Atmosphäre. Ist halt gemischt mit MMO. Aber allein wegen diesem Oldschool-Feeling, dass ich halt... Die ganze Umgebung sieht ja fast schon so Oldschool aus. Nicht grafisch, sondern einfach vom Gegner-Design so. Das ist so richtig klassisch. Und es war ganz angenehm. Ich bin aber halt auch fucking Oldschool-Spieler. Ich spiele nur Tetris den ganzen Tag, ansonsten spiele ich nicht. Wenn ihr was anderes als Tetris spielt, seid ihr keine Gamer. Der Zauberlehrling. Den Almanach aufschlagen. Zauberalmanach. Doppelklick zum Verwenden. Is not working. Oh, ach so, natürlich. Ich muss ihn auf den Tisch legen. Ja, klar, das ergibt Sinn. Sonst kann ich das natürlich nicht lesen. Das Rezept lesen. Oh, fuck you. Ernsthaft, muss ich das echt merken? Davon abgesehen, wie unglaublich praktisch und zufälligerweise das alles perfekt hier ist, wie zum Beispiel, oh, ich brauche für mein Rezept 3 verschiedenfarbige Zauberpilze. Ach, da sind ja alle 3. Okay, was für kranken Loot bekomme ich jetzt für die Quest? Weil das hätte wirklich fucking ewig gedauert. Ich musste so viele Sachen sammeln. Gib mir dafür irgendwas Schönes. Gib mir so einen Zauberhut. Ich will einen Zauberhut haben. Ich will eigentlich nur einen Zauberhut haben. Zutaten in den Kessel geben. Ja, lass mich noch mehr rumlaufen. Wenn mir das nicht 5 Millionen EP gibt... Bin ich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Einen Bierkrug aus der Küche holen. Hättest du nicht einfach oben irgendeinen haben können? Wie mache ich denn. Wie mache ich denn Wasser da rein? Habe ich das wirklich als Gegenstand? Weil das zeigt mir nicht an, dass das irgendwo hier auf der Map als Ziel ist. Oder. How? Hoi. Ach so, natürlich. Du hast ein geheimes Wasserbecken oben versteckt hinter dem Teil. Und da muss man hin. Woanders kannst du kein Wasser mit reinmachen. Ich kann das auch wieder einsammeln. Ich habe das Gefühl, ich verbug die Quest gerade komplett. Okay, jetzt soll ich das Wasser hier reinmachen. Aber nur das heilige Wasser. Aus dem heiligen Krug, hinter dem versteckten Zimmer, da rein. Das Pulver hinzufügen. Welches Pulver? What am I doing? Da scheint etwas schiefgelaufen zu... Oh mein... Okay, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich eine Quest von extrem hohes Level, weil die Sachen werden einfach extrem runterskaliert, weil ich so low bin. Deswegen klappt das. Beschwörungsformel suchen und ausführen. Ja. Das wird erledigt. Okay, mal ganz ehrlich, ich finde, wenn so selbstgemachte Quests von irgendwelchen Modern oder so mitten ins Spiel reingenommen werden, ist das eine fucking geile Idee. Weil man sieht ja gerade, dass die Quest wirklich... Was willst du machen? Der folgende Kampf kann für einige Spieler gerade in unteren Leveln als zu schwer empfunden werden, weswegen nach dem umfangreichen Feedback ein zusätzlicher einfacher Schwierigkeitsgrad eingeführt wurde. Dieser entfällt einigen schwierigen Begegnungen, um die Quest für alle
ohne übermäßigen Heiltrankverbrauch schaffbar zu machen. Ich mach's auf schwer, Alter. Es sind 20 Begegnungen, die besiegt. What is going on? Ah, das ist ja unmöglich. Okay, ich hätte... Oh Gott. What the fuck? Heilige Scheiße, was? Ich habe keine Heiltränke mehr. Großartig. Ich habe eine gute Entscheidung getroffen. Ich hätte definitiv auf schwer spielen sollen. Gut. Gut gemacht, Rupti. Mach weiter so. Großartige Idee. Ach, hier sind noch mehr Gegner hier unten. Ach, hallo. Was macht ihr denn hier? Kriegstrolle. Natürlich. Natürlich seid ihr hier. Heilige Scheiße. Okay. Ja. Okay. Ich, ja. Okay, meine Aufgabe ist aber auch nur, ich soll 15 Gegner töten. Also egal, ob ich sterbe oder was. Ein Troll besiegen. Habe ich gut gemacht. Okay, ich weiß nicht, ob die Gegner hier auch zählen. Ich bin wieder tot. Jesus Christ. Ich verstehe schon, was er damit meinte. Ist vielleicht wirklich ein bisschen zu hart für Low-Level-Spieler, wie man hier unbedingt gerade sieht. Ich gehe mal davon aus, das skaliert zwar alles mit dem eigenen Level, aber auf meinem Level schon einfach zu wenig Fähigkeiten, um hier auch nur halbwegs durchzukommen. Okay, zwei Gegner. Wir können es aber packen. Ich will nicht wissen, wie viel EP das gibt. Ich hoffe, es gibt überhaupt EP. Wenn es keine EP gibt, bin ich sehr traurig. Ich bin übrigens verletzt. Okay. Ich habe ein Erste-Hilfe-Paket benutzt. Wie schön. Ich habe keine Heiltränke. Gar keine. Ich brauche wahrscheinlich mehr als gar keine. Aber ich packe das. 3 von 15. Super. Wir kommen definitiv voran. Ein bisschen. Autsch. Kann ich, wenn der Ult benutzt, sterbe ich. Ich sterbe instant. Vielleicht könnte der Scheiß vom Himmel helfen, Mr. Lucky. Wie wär's? Nee? Lieber nicht? Okay, ich kann den Angriffen von denen ausweichen. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen mehr bewegen. Ich häng fest. Schön. Okay, ich kann definitiv deren Scheiße ausweichen. Wenn ich vielleicht einfach safe spiele, kann ich vielleicht einfach umlegen, ohne dass ich Damage bekomme. Muss nur sehr viel bewegen dabei. Aber scheint zu gehen. Ich muss halt immer warten, bis mein Lifestyle-Hit auch wieder ready ist. Dann kann ich mir ein bisschen hochheilen. Okay, es klappt tatsächlich. Au! Okay, das macht Damage. Okay, drumherum. Dich ein bisschen hitten. Einmal einen starken Hit. Okay, ist ein... Cheatig? Kann halt zu schwer empfunden werden. Alter, Casuals! Casuals seid ihr! So macht man das. Ich gehe jetzt hoch und leg alles um, was da oben ist. Ohne Probleme. Kommt her. Ey, Eisbären. Ihr beide. Ach du Scheiße. Schlechte Idee. Einen Eisbären töten. Ich brauche nur noch... Schwere gewonnen schon. Ich brauche nur noch einen Gegner irgendwo. Ich weiß nicht, welchen ich brauche. Aber dann haben wir die viel zu schwere Quest geschafft, die wahrscheinlich die 15 nächsten Gegner... Willst du... Really? Ich bin Level 9. Okay. Okay, okay, okay. Heilige Scheiße. Da die Gegner immer ihr Leben regenerieren... Sobald ich einmal sterbe, sollte ich vielleicht einfach einen nach dem anderen hier umlegen. Okay. Fuck off, Alter. Was ist das für ein Ding? Okay, ausweichen. Dich einmal hitten. Bladestorm. Okay, einer ist tot. Ein Yeti töten. Ich krieg die ganze Zeit Erfolge, weil ich wahrscheinlich irgendwelche Gegner töte, die wahrscheinlich erst Level 50 oder sowas eigentlich da sein sollten. Ich bin hundertprozentig, sollte ich nicht hier sein. Aber ich habe damit gerade so viel Spaß. Okay, okay. Ausgewichen, sehr schön. Aber ich mache sehr viel Damage an dir, wie ich sehe. Du bist halt verdammt langsam. Ich kann dir so leicht ausweichen. So, schlag dahin. Ich gehe hinter dich. Easy peasy. Aua, du schlägst mir deine Faust. Das ist unfair. Ich stehe jetzt wieder hier und triffst mich sowieso nicht. Okay, wie viel Leben hast du noch? Halbes. Einmal durch den... Okay, du machst nicht so viel Damage tatsächlich. Das ist eigentlich ganz okay. Außer du triffst mich. Dann ist es nicht so schön. Durchführen nicht möglich, wenn liegend. Dann steh fucking auf. Riesene getötet. Okay, ich glaube, ich habe sehr viel gelevelt hier und mir fehlt immer noch ein Gegner. Ist da unten noch was? Ich muss halt fucking alles töten, was in irgendeiner Form drin war. Ah, eine Kanalisationswächterratte. Natürlich, die sind neben den Riesenviechern. Wo auch sonst. Na, okay, legen wir dich um, haben die Quest dann fertig. Ich will so viel EP dafür bekommen. Gib mir bitte so viel EP dafür. Ach, du auch noch, okay. Ich muss also legit einfach jeden fucking Gegner hier dran töten. Das ist die längste Quest aller Zeiten. Heilige fucking Kacke. Was mache ich denn jetzt damit? Das war wohl zu viel des Guten. Nach unten gehen. Ah, klar. Okay. Schön. Ich hab's verkackt. Sehr gut. Gut gemacht. Was jetzt? Ah.
Nee, das muss ich kaputt machen. Okay, wer auch immer die Quest designt hat, great job. Das ist wirklich eine ziemlich gut gemachte Quest. Zurück nach oben. Achso, ich sollte nur schauen, was ich gemacht habe. Klar, was für Scheiße ich gebaut habe. Das hätte ich auch vorher schon sagen können. Du hast mich einen fucking Baum in dem Haus hier gepflanzt. Weiß ich mit dem Magier, der hier war? Habe ich den auch einfach nebenbei getötet, aus Versehen? Zurück nach oben. Ich bin nach oben. Achso. Ich sollte genau die Seite hier hochgehen. Die andere gilt nicht. Klar. Okay. Sowas lässt man, kann man mal verzeihen, weil es wahrscheinlich nicht von einem Profi-Spielentwickler gemacht wurde hier, sondern eher von einem Modder oder sowas. Interaktion erfolgt. Feuer, schnell raus hier. Really? Das scheiß Haus brennt ab. Wo ist der? Ich habe keine Ahnung, wo der Ausgang war. Weil hier der Ausgang. Ich kann nicht raus. Verbrenne ich jetzt? Feuer, schnell raus hier, abgeschlossen. Meister Rakor. Er sieht uns aus einer Mischung aus Enttäuschung und Ärger an. Ich hatte euch nur darum gebeten, hier für etwas Ordnung zu sorgen. Und jetzt muss ich meinen Besuch unterbrechen, weil mein Haus von Wurzeln durchbohrt und von Flammen versenkt wird. Ja. Das war die Quest. Das war die Quest. Was muss ich jetzt machen? Ach, hier drin meine Belohnung abholen. Ihr könnt die Quest jetzt bewerten. Okay. Das kriegt eine. Trinkgeld? Okay. Ja, herausfordernd. Kampffokus. Humor. Ungewöhnlich. Einzelspielerfreundlich. Einstellbare Schwierigkeit. Und dann schreibe ich drunter: In-Depth Review gibt's auf youtube.com/corrupted. Okay. So, da freut der Typ sich da bestimmt drüber. Okay. Anscheinend kriege ich noch eine zweite ultimative Fähigkeit oder sowas. Aber der Moment ist gekommen, wo wir unsere Abenteuerbelohnung 2 aufmachen werden. Ich möchte nicht in der Gruppe. Okay. Okay, wir machen es einfach auf. Scheiß drauf. So, was hier drin? Oh, die Dreier. 20% Rabatt auf einen Berufserfahrung. Okay, gut, das brauche ich vielleicht nicht. Reittierbedarfsmarke, gebundener tragbarer Altar. Okay, viel Stuff. Teleportrune. Okay, viel Stuff, bei dem ich von den meisten Sachen nicht weiß, wie ich die benutze. Das ist wahrscheinlich Level 15 jetzt, ne? Ja, alle 5 Level kriegt man das Ding wieder. Ist eine ganz coole Funktion, da hat man immer drin nochmal eine Belohnung. Aber, oh, Schatzmeister, bist du's? Hey, ich will mein Twitch-Stuff haben. Wie krieg ich das? Gib mir mein Twitch-Stuff. Oh, oh, oh. 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 Oh, du. Bei dir. Nein. Promo. Nein. Wo denn? Gib mir mein Twitch-Stuff, Alter. Okay, anscheinend dauert es mit dem Twitch-Loot bis zu mehreren Stunden, bis es auf dem Account ankommt, weil es halt auch über Twitch erst geht und bla bla bla. Ich habe es vor einer Stunde oder so kombiniert und deswegen dauert es schon ein bisschen. Aber egal, wenn euch das Video gefallen hat, bla bla bla. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Schaut unten in die Beschreibung auf den Link. Schaut auf den Link, schaut ihn euch auf jeden Fall auch an, aber klickt gerne auf den Link zu Neverwinter, unterstützt mich, unterstützt Neverwinter und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder zu einem Horrorgame wieder. Ja, keine Sorge, ich werde natürlich weiterhin Horrorspiele spielen. Auf Wiedersehen.